Heute geht es um die Nachtragverse. Ich nenne sie jetzt einfach mal Nachtragverse, weil sie nachträglich eingestrickt wird. Das heißt, so eine Nachtragverse, das kommt aus dem Englischen, dort wird es Afterthought Heal genannt, aber das fand ich jetzt ein bisschen blöd für ein deutsches Tutorial, deswegen Nachtragverse, denn diese Verse ist ganz angebracht, wenn du so Socken strickst, die aufwendige Muster haben oder Streifen bekommen sollen, wo du dann nicht möchtest, dass sie unterbrochen werden durch die Zwischenreihen bei der normalen Verse. Deswegen strickst du so einen Socken mit einer Nachtragverse von oben nach unten durch, ohne die Verse. Also einfach so einen geraden Schlauch oder eben von unten nach oben, wenn du Toe abstrickst, gerade durch, ohne Verse. Und die Platzierung der Verse, die muss beachtet werden, das zeige ich dir gleich. Und dann wird das im Nachhinein eingestrickt. So kannst du dann der Verse eine andere Farbe geben. Das habe ich jetzt für das Video einmal in einer anderen Farbe statt in Schwarz gemacht, weil es dann etwas einfacher zu sehen ist. So, dieser Socken ist fertig und für die Vorbereitung dieser Verse muss man so ein paar Schritte beachten, und damit es einfacher geht, das zeige ich dir dann mal jetzt. Ich habe nämlich den zweiten Socken schon so weit gestrickt, dass es mit der Platzierung der Verse losgehen kann. Wo platzierst du die Verse? Also, ich stricke ja jetzt den Socken von oben. Also habe hier ein kleines Bündchen gestrickt, zwei rechts, zwei links, und dann mein Muster mit diesen zwei Farben begonnen. Und ich stricke diesen Schaft circa 20 cm lang. Und dann setze ich die Fäden für meine Verse. Du kannst natürlich die Länge länger oder kürzer machen, wie du möchtest. Zu dem Muster sei noch einmal gesagt, das ist jetzt nicht ganz so prickelnd. Da habe ich nämlich pro Nadel 14 Maschen. Mehr geht nicht und weniger geht nicht, sonst passt es mit dem Muster nicht. Und weil ich da nur 14 Maschen habe pro Nadel, habe ich eine dickere Nadelstärke genommen, damit das Ganze durch etwas lockere wird. Weil wenn du zweifarbig strickst, also mit Mustern strickst, dann zieht sich der Socken immer so zusammen. Und dieser passt mir gerade. Also enger darf er nicht sein. Aber das Muster hat halt 14 Maschen. Und naja, also noch so einen Socken würde ich jetzt nicht stricken. Dann eher mit anderen Mustern. Aber ich zeige dir jetzt einmal die Platzierung der Verse. Dafür ist es hilfreich, wenn du einmal einen Kontrastfaden hast, der sehr auffällig ist. Das ist dieser rote hier, den nehme ich. Und dann noch zwei Fäden, die eine andere Farbe haben, aber möglichst glatt sind, also nicht zu angeraute Wolle. Ich habe hier so einen Acrylfaden in hell. Das reicht jetzt vollkommen aus. So, ich bin am Anfang der Runde und setze jetzt diesen ersten Faden, indem ich durch die erste Nadel und die zweite Nadel durch diese Maschen einmal durchgehe, ohne sie abzuheben. Also ich gehe einfach nur mit dem Faden durch die Maschen. Ein bisschen dichter ran. So, ich hoffe, das stellt sich jetzt auch einigermaßen scharf. Ich gehe also mit dem Faden hier durch. Guck, dass da hier noch ein Stück überhängt. Und lasse die Maschen auf der Nadel. Ich gehe nur einmal mit der Stopfnadel hier wirklich durch alle Maschen durch. Das erleichtert mir nachher das Auffädeln der Maschen.
Also diese Ferse ist wirklich nicht für jedermann etwas. Ich will sie nur einmal gezeigt haben und in meine Fersensammlung mit aufnehmen. Vielleicht sagst du auch, die muss man mal gemacht haben. Oder du bist ein totaler Fan dieser Ferse. Ja, ich habe sie jetzt halt gemacht und Gott, wenn es nicht sein muss, würde ich sie jetzt auch nicht nochmal stricken wollen, weil es mir einfach zu aufwendig ist. Ich finde, wenn man die Ferse direkt strickt, es gibt ja noch verschiedene andere Arten, die gehen schneller, aber für die Fersensammlung kommt auch diese Ferse natürlich dazu. Und jeder hat einen anderen Geschmack. Also die zweite Nadel, da werde ich auch durch alle Maschen diesen hellen Faden einmal ziehen. Es geht nicht ganz so einfach, weil das einfach nur eine Stopfnadel ist. Und sie eine sehr abgeflachte Spitze hat. So, durch zwei noch. Jetzt habe ich den einmal durch. Dann ziehe ich die Nadel raus. Und ihr habt jetzt hier den Faden. Dann nimmst du deinen Kontrastfaden, diesen roten in meinem Fall. Und mit diesem Kontrastfaden, den knüpfe ich jetzt hier am Anfang der neuen Runde an und stricke Nadel 1 und 2 einmal mit rechten Maschen ab mit diesem Kontrastgarn. Also alles rechte Maschen über Nadel 1 und 2. Ich habe hier, wie gesagt, 14 Maschen pro Nadel. Du hast vielleicht 15, 16 oder 17 pro Nadel. Das ist ganz egal. Über Nadel 1 und 2 einmal mit diesem Kontrastfaden alle Maschen rechts abstricken. Und auch dieser Faden bleibt einfach gleich hängen. Faden. Jetzt gehe ich hier wieder zurück und jetzt muss ich einmal in meinem schon begonnenen Muster eine Runde drüber stricken. Das mache ich jetzt mal eben allein. Du strickst halt in deinem Sockenmuster, was du hast, ganz normal eine Runde drüber und wenn du wieder hier am Anfang bist, dann sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt eine Runde in meiner Musterreihenfolge weitergestrickt. Jetzt bin ich hier wieder am Anfang. Die Fäden, die kannst du hier außen hängen lassen. Die können hier außen rum bleiben. Die werden nachher rausgezogen. Aber Vorsicht, dass sie jetzt nicht rausfallen. So, und jetzt kommt der zweite helle Faden dazu wieder. Den fädel ich auf und jetzt wird wieder noch einmal über Nadel 1 und 2, da werden wieder alle Maschen einmal durchgezogen. Die bleiben aber auf der Nadel, nur noch einmal mit dem hellen Faden, diesem Hilfsfaden, durch alle Maschen durch. Gucken, dass du auch nur die Maschen erwischst und nicht den roten Faden darunter. So hast du halt einmal einen weißen Faden, darüber den roten mit den abgestrickten Maschen, dann eine Reihe drüber gestrickt
und jetzt diese gestrickten Maschen wieder mit dem hellen Faden. Das war Nadel 1, Nadel 2, auch einmal alle Maschen auffassen. Und dieser zweite helle Faden, der bleibt auch einfach außen hängen. Und dann wird ganz normal weiter gestrickt in deinem bevorzugten Muster oder mit deinem Sockengarn, was von alleine sich mustert. Das ist jetzt alles ein bisschen fiddelig und mag kompliziert sein. Es hilft nachher aber sehr, wenn die Ferse, die Maschen für die Ferse nachher wieder aufgenommen werden müssen. Ich komme hier nicht in die Masche rein. Es ist auch mir ein bisschen zu dunkel hier. So, durch eine noch. So jetzt. So, jetzt sind also drei Fadenenden auf jeder Seite. Die lässt du da auch runterhängen. Hier ist der Reihenanfang und da strickst du ganz normal jetzt weiter drüber. Und den Socken strickst du jetzt halt so lang. Das ist jetzt auch so ein bisschen komplizierter bei dieser Ferse. Diese Ferse hat ungefähr, ja, je nachdem, wie viele Maschen du hast. Also meine Größe, das muss man dann für sich selbst rausfinden. Die Spitze der Socke ist ungefähr von der Länge so lang wie die Hälfte dieser Ferse. Von dort bis dort sind es ungefähr 4 cm und meine Sockenspitze hat auch immer um die 4 cm. Das heißt, ab meinem Markierungsfaden für die Ferse habe ich für meine Schuhgröße 40 circa 18 cm weiter gestrickt in meinem Muster. Also ich habe den Socken angepasst, es könnte auch ein halber Zentimeter weniger sein bei Größe 40. Aber ich habe jetzt von meinem Markierungsfaden an 18 cm im Muster weiter gestrickt, habe dann begonnen mit der Spitze der Socke. Die stricke ich immer gleich mit dieser Bändchenspitze, die hat circa 4 cm. So, und du strickst jetzt halt von deiner markierten Ferse auch, wenn du 4 cm rechnest für die Ferse, dann musst du deinen Fuß mal ausmessen und vor allem auch, wie lang du deine üblichen Sockenspitzen immer strickst. Und dieses Zwischenstück musst du dann für dich selbst irgendwie ermitteln und strickst dann halt jetzt den Socken fröhlich weiter vor dich hin, strickst deine Sockenspitze und wenn du das fertig hast, dann wird die nachträgliche Ferse eingebaut und das zeige ich dir dann natürlich auch. Bis dahin. Ach so, falls du dich für das Muster interessierst, einmal gucken, das ist hier, das kann ich dir gerne einmal zeigen, das ist das Muster für meinen Socken, 14 Maschen pro Nadel und 14 Reihen geht es nach oben und dann wiederholst du das immer. Ich habe jetzt hier also Reihe 1, 2 Maschen schwarz, 3 Maschen in der Kontrastfarbe,
eine schwarz, Kontrast, schwarz, drei Kontrast, drei schwarz und auf der nächsten Nadel geht es dann wieder hier los. Und wenn du das einmal durch hast, geht es wieder von vorne los. Das ist also das Muster. Ja. Das ist frei verfügbar im Internet. Das habe ich mir einmal abgezeichnet. So, dann bis zur Ferse. Ich bin mit der Socke fertig. Hier kommt ja die Ferse rein und von der Ferse bis zur Spitze sind es bei mir 18 cm und die Spitze, die hat bei mir immer um die 4 cm. Und ich sagte ja schon, die Ferse, diese Nachtragferse hat auch von der Hacke bis zum Ende auch 4 cm, also die gleiche Länge wie die Spitze. Und wenn du das weißt, also wenn du weißt, wie lang deine Sockenspitzen normalerweise sind, dann kannst du dir das ganz gut eigentlich ausrechnen, wann du hier die Markierungsfäden setzt für deine Ferse. Musterbedingt ist das bei mir jetzt ein klein wenig groß ausgefallen, also zu lang, aber das ist nicht ganz so schlimm. Es passt trotzdem gut. Und jetzt geht es an die Ferse. Um jetzt hier die Maschen aufzunehmen, dieser erste graue Faden, den wir zuerst durchgezogen haben. Ich muss das ja so rum machen. Das haben wir ja von hier angefangen. Hier ist das Bündchen. Und hier wurde ja zuerst der erste graue Faden mit eingenäht oder eingewebt. Und ich nehme jetzt eine dünnere Nadel, also eine dünnere Stärke als die, mit der ich hier gestrickt habe, weil es erst einmal einfacher ist, die Maschen aufzunehmen. Ich verfolge jetzt also diesen ersten grauen Faden. Mal gucken. Und nehme alle Maschen auf, wo der graue Faden durchläuft. Das kann man ganz gut sehen. Ihr vielleicht jetzt nicht so richtig gut, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also jede Masche aufnehmen, durch die dieser graue Faden läuft. Und wenn alle Maschen auf der Nadel sind, dann kann der Faden rausgezogen werden. Diese zwei schwarzen. Mal gucken, ob ich auch wirklich alle habe. So. Hier ist noch eine. So, jetzt kann ich den ersten grauen Faden rausziehen und die Maschen habe ich auf der Nadel. Das gleiche mache ich jetzt hier mit dem anderen grauen Faden. Da nehme ich auch eine dünnere Nadel, einfach der Einfachheit halber,
und schau, wo der zweite graue Faden ist und auch da alle Maschen auf diese dünnere Nadel. Ich fädel die mal alle eben auf. Das ist hier so ein bisschen schwierig für mich ist mit dieser Haltung hier vor der Kamera. So, ich habe die auf der zweiten Nadel jetzt auch alle drauf. Du kannst ja auch wieder mitzählen. Ich habe ja 14 Maschen pro Nadel gehabt und die sind jetzt auch auf dieser Nadel drauf. Und dann kann ich vorsichtig den zweiten grauen Faden rausziehen. Und habe jetzt den roten noch da und der muss jetzt raus. Und zwar ist es einfacher, wenn du noch eine Schere hast und den immer recht kurz abschneidest und dann so eben hier mit einer Nadel einfach den roten Faden daraus friemelst. Je kürzer hier der Anfangsfaden ist, dann geht es natürlich dann auch leichter raus. Und dadurch, dass der Faden rot ist, beziehungsweise sich stärker absetzt von der Sockenfarbe, kann man ihn gut erkennen und weiß, wo man ziehen muss hier. Das dauert ein bisschen, aber das ist nicht schlimm. Ich schneide mir das oft ganz kurz wieder ab, damit ich da nicht lange rumfriemeln muss. So. Der rote Faden kommt komplett raus. Ja, das mache ich dann mal eben ohne Kamera zu Ende. Also einfach den roten Faden hier rausfriemeln. So, und wenn der rote Faden draußen ist, dann hast du hier die Öffnung für die Ferse. Und weil ich die ja jetzt in einer anderen Farbe stricken möchte, habe ich hier noch ein anderes Sockengarn. Und das setzt du einfach erst einmal an. Dafür nehme ich dann wieder die normalen Nadeln, die Stärke, mit der ich die ganze Socke gestrickt habe. Und hier ist natürlich jetzt eine große Lücke, auf der anderen Seite auch. Die werden wir nachher schließen. Den Faden, den neuen, einfach ansetzen. Und jetzt wird erst einmal eine Runde rechte Maschen über alles drüber gestrickt und dabei verteile ich die Maschen wieder auf alle vier Nadeln, also 14 Maschen pro Nadel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Das sind extra Maschen. Das sind gar keine Maschen. Da habe ich zu viel aufgenommen. So, und um die Lücken jetzt hier nicht so groß zu haben, nehme ich hier noch extra Maschen auf. Das heißt, ich gehe hier in die Seiten rein und hole mir einfach irgendwelche Schlaufen hoch, wo ich meine, dass das nachher sich gut schließen lässt. Da gibt es ein Loch. Das ist mit dem Muster natürlich jetzt bei mir noch ein bisschen blöder. Durch die Spannfäden, die ich noch im Hintergrund habe. Ich nehme erstmal drei extra Maschen hier einfach so auf die Nadel. Wo ist meine andere? Und stricke die auch mit ab. Muss einfach mal gucken. Nehme ich die beiden zusammen, wie sich das am besten schließen lässt. Ich nehme auch die beiden hier und stricke die als eine ab. So, also ich habe hier drei extra Maschen. Dann die andere Seite. Ich habe ja Spannfäden auf der Rückseite, deswegen ist das hier, sieht aus wie keine Masche, ist aber eine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, die anderen 14 noch und dann wird das andere Loch zugemacht. So, 14 und jetzt habe ich auch hier eine riesen Lücke. Da. Gucke ich auch, wie viel ich da noch aufnehme. So, dass das hier nicht ganz so schlimm wird. Dann nehme ich eine extra auf. Und vielleicht hier noch die beiden. 2 und noch eine. 3. So, und hier ist der runde Anfang. Und jetzt noch einmal über alle aufgenommenen Maschen wieder drüber stricken. Ich nehme mir gleich die von den dreien hier wieder rüber und stricke die mit der ersten zusammen ab. So habe ich hier noch 2. Jetzt erst einmal über alles ganz normal drüber. Und dabei die Maschen, die wir extra aufgenommen haben am Rand, die werden jetzt alle wieder weggenommen.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Und jetzt stricke ich 2 zusammen. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Und diese 2, die kommen auf die andere Seite mit. Die packe ich hier auf die andere Nadel und stricke sie mit der ersten zusammen ab. Also 3 Maschen rechts zusammen abstricken, so dass die mehr Maschen jetzt wieder weg sind. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und hier noch einmal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jetzt habe ich hier 3 Maschen. Da stricke ich die 2 zusammen, das sind 14. Und die nächste nehme ich wieder mit rüber und stricke sie mit der ersten wieder zusammen ab. So, und jetzt ist hier auch der runden Anfang. Und jetzt wird schon abgenommen für die Ferse. Dafür eine Masche rechts. Ich stricke jetzt aber hier die 2 zusammen, weil ich die ja noch zu viel habe. So, eine Masche rechts, eine heben, eine stricken und die gehobene drüber ziehen. Dann bis zum Ende der zweiten Nadel stricken. Das ist ja jetzt hier Nadel 1, weil hier der Beginn ist. Das ist Nadel 2. Da bis kurz vor Ende stricken, bis 3 Maschen vor dem Schluss. 3 Maschen übrig, dann stricke ich 2 Maschen rechts zusammen und eine Masche rechts. Und auf der dritten Nadel mache ich das wie bei der ersten Nadel. Eine Masche rechts, eine heben, eine stricken, die gehobene drüber ziehen und der Rest rechts. Und am Ende der vierten Nadel wird auch wieder abgenommen. Stricken, bis 3 Maschen noch übrig sind. Die 2 Maschen rechts zusammen und die dritte Masche rechts. Jetzt sind wir wieder am runden Anfang und jetzt wird über alle Maschen einmal glatt rechts drüber gestrickt. Wir haben eine Masche pro Nadel abgenommen und es wird immer nach jeder Abnahme eine Runde glatt drüber gestrickt. Nicht die ganze Zeit, aber bis du nur noch wenige Maschen auf der Nadel hast. Dann braucht man da die Zwischenreihen nicht mehr, das wird sonst so komisch spitz. Also bis zum runden Anfang wieder alles rechts. Und jetzt kommt wieder eine Abnahmerunde. Hier ist der Anfang. Eine Masche rechts, eine heben, eine stricken, die gehobene drüber ziehen, alles rechts. Dann die zweite Nadel auch, alles rechts, bis noch 3 übrig sind.
Da werden dann die nächsten zwei Maschen rechts zusammengestrickt und die letzte rechts und die dritte Nadel, eine Masche rechts, eine heben, eine stricken, die gehobene drüber ziehen und die restlichen Maschen rechts. Und die vierte Nadel. Alle Maschen rechts, bis noch drei übrig sind. Und davon die nächsten beiden rechts zusammenstricken und die letzte rechts. Darüber jetzt wieder eine Reihe runde rechte Maschen ohne Abnahmen und dann kommt wieder die Abnahmerunde, die machst du genauso wie gerade eben und dann immer eine Zwischenrunde rechte Maschen, so lange bis du auf jeder Nadel nur noch 8 Maschen hast und dann sehen wir uns wieder. Ich habe jetzt noch 8 Maschen auf jeder Nadel. Ich habe also gerade abgenommen und habe keine Zwischenrunde gemacht. Wenn du eine gemacht hast, nachdem du abgenommen hast und 8 Maschen auf der Nadel, das ist auch nicht schlimm. Aber ich mache das immer, bis ich nur noch 8 Maschen auf der Nadel habe und danach wird einfach ohne Zwischenrunden wieder abgenommen, so wie du das die ganze Zeit schon gemacht hast, bis ich pro Nadel nur noch 5 Maschen habe. Also ich mache weiterhin meine Abnahmen, wie ich sie bisher gezeigt habe, nur ohne Zwischenrunden. Sonst wird die Ferse zu lang gezogen, ist so komisch geformt. Das gefällt mir nicht. So. Wieder eine Abnahmerunde. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Hier ist der Anfangsfaden. Und wieder eine Abnahmerunde ohne Zwischenrunde. Und das mache ich so lange, bis ich pro Nadel noch 5 Maschen übrig habe. Und dann werden wir die restlichen Maschen zusammen nähen, einfach nur mit dem, ich glaube, Matratzenstich heißt das. So, dass es eine recht saubere Naht ergibt, die man ja eigentlich nicht sieht. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine Runde muss ich noch abnehmen. Und dann habe ich 5 Maschen pro Nadel. Und dann brauche ich eine Stopf- oder Nähnadel, um die restlichen Maschen mit dem Matratzenstich zusammenzuziehen. Ich habe jetzt nur noch 5 Maschen auf jeder Nadel und ich werde jetzt Nadel 1 und 2 einfach zusammenlegen. Das heißt, ich nehme die Maschen von der zweiten Nadel einfach rüber auf die erste. Das ist dann ein bisschen einfacher mit dem Nähen.
Und die Maschen von der vierten Nadel packe ich auf die dritte rüber. So, dass ich die schön parallel liegen habe, dann einen etwas längeren Faden, nicht zu lang, nicht zu kurz, abschneiden. Jetzt brauche ich mir eine Nadel, jetzt einmal auffädeln. So. Und dann lege ich die Arbeit so vor mich hin. Und der Matratzenstich, also ich habe den, ich zeige euch das, wie ich das gelernt habe. Kleinen Moment. So. Also. Mit der Nadel durch die erste Masche wie zum Rechtsstricken. Den Faden durchziehen und die Masche kann auch runter. Und die nächste Masche wie zum Linksstricken, also von vorne rein. Und den Faden durch, aber die bleibt auf der Nadel, die Masche. Und dann gehen wir zur Nadel hier hinten. Da wird die erste Masche auch wie zum Linksstricken, als wenn ich die links abstricken möchte, da rein, also von vorne durch die Masche und den Faden durch. Und die kann auch runter. Und die zweite Masche von der hinteren Nadel wie zum Rechtsstricken, also von hinten nach vorne in die Masche und den Faden durch, aber die bleibt auch auf der Nadel. Also, und jetzt wieder die erste Nadel hier, wie zum Rechtsstricken durch die Masche. Und die kann runter. Und die zweite Masche auf der ersten Nadel wie zum Linksstricken einstechen, Faden durchziehen und die bleibt. Da. So. Die bleibt drauf. Und die zweite Nadel hier hinten, die hintere Nadel, auch wie zum Linksstricken einstechen, Faden durch und die kann runter. Und die zweite Masche der hinteren Nadel wie zum Rechtsstricken einstechen, Faden durchziehen. Und die bleibt auf der Nadel. Also die erste Masche bleibt immer, die erste Masche fliegt runter und die zweite bleibt. Die vordere Nadel wieder, wie zum Rechtsstricken einstechen, Faden durch und die kann auch runter. Die zweite Masche wie zum Linksstricken einstechen. Und den Faden durchziehen und die bleibt. Die hintere Nadel wie zum Linksstricken einstechen und dann kann die runter und die zweite Masche wie zum Rechtsstricken einstechen und die bleibt drauf. Die vordere Nadel, rechte Masche und runter, zweite Masche, links einstechen,
und bleiben. Die hintere Nadel links einstechen und runter. Die zweite Masche rechts und bleiben. Vorne rechts und runter. Links und bleiben. Die hintere Nadel links und runter, rechts und bleiben. Vorne rechts und runter, links und bleiben, hintere Nadel links und runter und rechts einstechen. Und bleiben. Die vordere Nadel links und runter. Oh nein, ich habe Fehler gemacht. Das war rechts. Vorne rechts. Ja, das kommt davon. Vorne rechts und runter. Wenn man da nicht aufpasst. Nochmal vorne rechts einstechen. Und dann runter. Und dann links. Und die bleibt. Und hinten. Genau andersrum. Links und runter. Und rechts. Und die bleibt. Und vorne rechts. Und runter. Und links bleibt. Und hinten links runter und rechts bleibt. Vorne rechts runter und links bleibt. Hinten links runter und rechts bleibt. So, und vorne jetzt noch einmal rechts und runter und hinten einmal links und runter. So. Und jetzt kann das vernäht werden. Und dieser Faden wird noch vernäht. Und dann ist die Ferse fertig. Der andere Socken hier, da ist sie schon fertig. Da siehst du, dass es halt wie gestrickt aussieht. Und hier dann eben die Abnahmen von der Ferse. So groß ist die nicht, wie gesagt, 4 cm in der Höhe. Also für einen schmalen Fuß
oder einen normalen Fuß, wo der Spann nicht so hoch ist, da ist das okay. Also mir, ich wollte die Ferse mal gezeigt haben. Für mich ist das nichts, das weiß ich. Aber falls du diese Ferse ganz spannend findest und die liebst und nur noch die stricken möchtest, dann bitte gerne. Für mich ist das zu aufwendig. Es ist zwar schön, wenn man den Socken erst einmal komplett durchstricken kann und dann also so einen einfachen Schlauch stricken, dann die Spitze fertig machen und danach die Ferse. Also ich stricke ja nun schon lange Socken und für mich ist das einfacher, wenn ich die Ferse gleich mitstricke. Welche Sorte ist ja jetzt eigentlich egal. Ich stricke viele Fersen gerne, aber diese Nachtragferse ist mir zu aufwendig. Erstmal die Hilfsfäden reinmachen, das hält schon auf und dann im Nachgang alles wieder auffädeln und dann ist das hier so fummelig mit den Seiten. Gut, das Abnehmen der Ferse, das geht ja dann hier recht schnell, aber dann auch der Matratzenstich. Ja, wenn man geübt ist, geht das vielleicht auch flotter, aber die muss ich jetzt erstmal nicht mehr stricken. Aber ich wollte sie mal gezeigt haben. Und vielleicht bist du ja der Fan von dieser Ferse. Ich habe ja auch das andere Fersenvideo von mir mit den Wickelmaschen, die Wickelmaschenferse. Die kann man ganz genauso in einer anderen Farbe stricken, ohne dass du Zwischenrunden hast. Und sie sieht auch ähnlich aus und es geht viel, viel schneller. Aber wie gesagt, für diese Fersensammlung, ich möchte ja nun ein paar Videos haben, wo man auch die verschiedenen Fersen einmal stricken kann und für sich ausprobieren kann. Und in diesem Video gab es halt diese Nachtragferse. So, dann hoffe ich, du hattest ein bisschen Spaß. Und schreib doch mal, was deine Lieblingsferse ist. Vielleicht hast du jetzt schon so einen richtigen Favoriten, den du immer wieder strickst. Und spannend wäre auch zu wissen, ob du einen normalen Fuß hast, also normal, oder ob du einen hohen Spann hast und welche Ferse bei dir da am besten passt. Dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich darauf. Winke, winke.